Willkommen zurück bei 7 Days to Die, Tag 59. Ich bin ja in der letzten Folge auf den Dächern da gewesen, von irgendeinem Haus, aber leider war ich kurz auf Toilette und schwuppdiwupp war ich tot. Jetzt muss ich den ganzen Weg zurückrennen, deswegen haben wir auch schon 12 Uhr. Aber es spielt ja keine Rolle, ich habe euch den Weg ja auch gespart. Das war jetzt sehr langweilig. Und ja, wir gehen jetzt einfach mal durch die Häuser. Es sind nämlich gar nicht wenige. Und gucken mal, ob was hier gefunden werden kann, was Spezielles, was Schönes. Vielleicht auch Benzin. Boah, ist die Mülltonne immer laut. Wir gehen einfach mal hier schön mit einem geladenen, mit einer geladenen Stufe durch. Ist ja vielleicht praktisch. Ich muss gerade merken, dass ich in dem Haus garantiert schon mal war. Aber das muss ziemlich frisch am Anfang gewesen sein vom Spiel. Da war ich ja gar fleißig. Oh. Tut mir leid, Häschen. Ups. Mann. Also in dem Haus war ich definitiv schon. Und heute lassen wir mein Auto explodieren. Muss auch mal sein. Oi. Ist gar nicht so gut für ein explodiertes Auto. Irgendwo sind ein Riesenhaus von Zombies. Da in dem Haus, sehe ich sie. Und die zerlegen das gerade voll. Ich weiß noch nicht genau, wann ich mal hier war. Das muss ich mal nachforschen in den Videos. Ich habe ja alle noch gespeichert. Und logischerweise bei YouTube. Empty, empty, da. Ich lese jetzt erstmal, bevor ich drauf drücke. Das macht nämlich so einen Krach. Diese Sucherei. Leer. Und doppelt leer. War mal schön, dass ich reingeguckt. Ach, Benzin. Da freue ich mich besonders drüber. Weil das so ein bisschen eine Hoffnung von mir war, dass es hier drin gibt. Mal ein bisschen für Ruhe sorgen, indem man ein bisschen Krach macht. Dass sich die ganze Stadt in ein Haus versammelt. So, die haben wir mal ein bisschen angegraben. Aber wir haben keine Munition mehr. Egal, wir gehen weiter durch die Häuser. Aber deswegen habe ich noch ein bisschen. Die tun wir auch schneller nachladen, während wir suchen. Kann nur gut sein. Machen wir mal die Schippe nach. Oder ein Glas.
Hier ist noch was drin. Nein. Nur für das Essen und das Trinken lohnt sich das hier schon alles. Da werfe ich weg das hier. Na. Sieht in den Häusern so abgehen, ey. Unglaublich. Leerer Müll. Bettchen. Hier hat sich's einer gemütlich gemacht. Das ich nicht brauche. So. Kartoffelsamen. Kartoffeln. Habe ich das nicht ohne Ende? Oder besser als für Papier. Also Wasser habe ich jetzt glaube ich auch noch. Aber wir wissen ja, wie schnell das mit dem Wasser immer vorbei ist. Hier war ich mal drin. Ich kann mich sogar daran erinnern, wie ich das hier durchgeschossen habe, glaube ich. Ich brauche mehr Wasser. Es gibt nichts über Wasser. Mais, das ist ja auch eine Sache. Die haben wir en masse. Lecker Schinken. Essen. Essen brauchen wir immer. Dafür opfer ich niemals Munition. Ach, ich opfer gar nichts dafür. Irgendwo vier da. So, an Waffen gab es ja wirklich nicht viel. Berge, ganz schön hoch. Da müsste außerhalb noch ein Lager sein. Mal gucken, ob wir das schon entdeckt haben. Schon sehen, oder? Weil die Häuser bieten uns ja wohl nicht wirklich was. Die habe ich schon leer gefegt. Aber wir müssen ein Lager irgendwo kommen. Aber ich denke, das ist das, was so unter der Erde da. Quatsch, unter der Erde. Was so in dieser Senke war. Das kennen wir wahrscheinlich schon. Ist es. Das ist aber ein anderes. Aber ich wette, da waren wir schon. Geht denn los? Zwei meisterhafte Schüsse von mir. Essen hier waren wir tatsächlich noch nicht.
Ein Schluck Wasser. Kochpot. Hier hat wohl nur ein einziger gelebt. Hat. Und zwei Schlafsäcke. Okay. Riesig die Berge hier. Ich sammle Yucca-Pflanzen auf dem Weg. Mach mich schon mal so langsam zurück auf dem Weg nach Haus. Vielleicht kletter ich mal einmal auf den Berg ganz hoch. Und dann werde ich wahrscheinlich heute Nacht sterben, weil es schon viel zu spät ist. Ganz nach oben. Ja, ich mag so Physik-Engine, wenn sie halbwegs korrekt läuft. Über Stein im Berg. Mit ein paar kleine Rohstoffen. Aber Kupfer konnte ich einfach noch nicht entdecken. Oh oh. Bisschen basteln, dann komme ich hier auch sicher hoch. Und kann aber Nacht da bleiben, auf dem Berg. Eine Chili darin. Wollt uns fertig machen. Blei haben wir hier oben. Warum auch immer. Und ich habe den ganz groben Eindruck, dass wir das hier nicht schaffen über Nacht. Das wird mich wahrscheinlich hier dahin raffen. Dazu nehme ich dann mal alles Wichtige, was ich gegen ersetzen kann, mal raus. Ne, Dirt brauche ich noch. Hier habe ich, sehe ich auch schon mal einen kleinen Fehler im System. Dafür tue ich die Schippe hier rein. Gegen. Daraus will ich Minen, glaube ich, bauen. Potato-Samen. Es wäre schön, wenn man hier aus Glas auch ein Glas machen könnte. Aber es gibt kein Rezept dafür. Kann man Fensterscheiben rausmachen. Ich kann ja versuchen, mich grob einzubuddeln. Eine Mauer einfach, ganz grob. Die werden sie aber natürlich zerstören können. So ein obligatorisches kleines Nachtlager aus Dreck. Ich darf mir hier die Möglichkeit bieten,
hier rauf zu klettern. Das ist natürlich dumm. Aber hier oben bin ich sicher. In meinen Turm aus Dreck. Die Minute warte ich nur ab. Und dann sehen wir uns schon in der nächsten Folge. Ich freue mich auf euch. In der nächsten Folge habe ich nämlich vor, mit Dreck etwas auszubauen bei mir alles. Im Lager meine ich natürlich. Und ja, da werden wir es ein bisschen hübscher machen. Wir nächtigen jetzt in der Wüste. Wo bleiben sie denn? Ich habe ein bisschen Hunger. Da kommen sie. Hat es natürlich ein bisschen schwerer hier hochzukommen, weil es ja auch für die ein Berg, nicht nur für mich. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.